Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Am 20. Januar geht Lenz durchs Gebirg. Es ist nasskalt. Wasser rieselt die Felsen hinunter und sprengt über den Weg. Die Äste der Tannen hängen herab in die feuchte Luft, schwer vom Schnee. Am Himmel ziehen graue Wolken, aber alles so dicht. Und dann dampft der Nebel herauf und streicht schwer und feucht durch das Gesträuch. So träg, so plump. Lenz geht gleichgültig weiter. Es liegt ihm nichts am Weg. Müdigkeit spürt er keine. Nur ist es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen kann. Etwas drängt in ihm. Er sucht nach etwas, wie nach verlorenen Träumen. Aber er findet nichts. Oh, wie ist das alles klein. So klein. So nah. So nass. So ein schöner, fester, grauer Himmel. Man könnte Lust bekommen, einen Kloben hineinzuschlagen und sich daran zu hängen. So nass alles. Man möchte die ganze Erde packen und hinter den Ofen stellen. Diese kleine, schmutzige Erde. Es ist doch alles so eng. So nah. Warum muss ich denn so lange schrittweise gegen diesen Sturm gehen, um den letzten Gipfel zu erreichen. Der Wind hat das Gewölk abwärts getrieben. Jetzt reißt er einen tiefblauen See hinein und der Sturm verhallt. Tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen, wie ein Wiegenlied, summt Glockengeläute herauf. Und alle Berggipfel glänzen und blitzen weit über das Land. Es reißt ihm in der Brust. Er steht keuchend, den Leib vorwärts gebogen, als müsse er den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen. Ich mag nicht mehr weiter. Ich mag in dieser Stille mit dem Geplauder meiner Tritte und dem Keuchen meines Atems keinen Lärm machen. Man hat mir von einer Krankheit erzählt, die einen das Gedächtnis verlieren mache. Wenn das wahr wäre, wenn das wahr wäre. Er dehnt sich aus und jetzt wirft er sich über die Erde. Er wühlt sich in das All hinein. Es ist eine Lust, die ihm wehtut. Und er legt das Haupt ins Moos und wie er nun die Augen schließt, zieht es weit von ihm. Die Erde weicht unter ihm, wird klein wie ein wandelnder Stern und taucht sich ein in einen brausenden Strom, der seine klare Flut unter ihm zieht. Man möchte
immer so sein? Die Sonne geht hinunter. Der Erdezüge waren so scharf in ihrem Licht. Doch jetzt ist ihr Gesicht so still und ernst wie das einer Sterbenden. Wie schön das Abendlicht ihr um Stirn und Wangen spielt. Stets bleicher und bleicher wird sie. Wie eine Leiche treibt sie abwärts in der Flut des Äthers. Will denn kein Arm sie bei den goldenen Locken fassen und aus dem Strom sie ziehen und sie begraben? Schlafe! Schlafe! Es dauert nicht lange. Schon erhebt er sich wieder, nüchtern, fest und ruhig, als wäre ein Schattenspiel an ihm vorübergezogen. Er weiß von nichts mehr und geht weiter seinen Weg. Gegen Abend kommt er auf die Höhe des Gebirges, von wo man wieder hinabsteigt in die Ebene nach Westen. Hier setzt er sich nieder. Das Gewölk liegt fest und unbeweglich. Soweit der Blick reicht, nichts als Gipfel, von denen sich breite Flächen herabziehen, und alles so still, grau, dämmernd. Ganz allein fühlt er sich, entsetzlich einsam. Es fasst ihn eine namenlose Angst in diesem Nichts. Er ist im Leeren. Steht nicht geschrieben. Und sieh, da ging ein Rauchland wie der Rauch vom Ofen. Weg! Weg! Er reißt sich auf und fliegt den Abhang hinunter. Es geht mir etwas nach. Etwas, das Menschen nicht ertragen können. Mir ist, als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter mir. Was soll das werden? Endlich hört er Stimmen. Er sieht die Lichter des Dorfes und es wird ihm leichter. Hallo! Ja! Was gibt's? Wie weit ist's noch bis Waldbach? Nicht mehr weit! Dort die Lichter! Das sind schon die ersten Häuser! Er geht durch das Dorf. Er sieht durch die hellen Fenster im Vorbeigehen. Kinder am Tisch, alte Weiber, Mädchen, alles ruhige, stille Gesichter. Endlich erreicht er das Pfarrhaus und tritt mit seinen zerrissenen Kleidern, seinem Zucken um Augen und Mund, die Locken wirr um das bleiche Gesicht, in die helle, warme Stube. Vor die Familie des Pfarrers Oberlin. Seien Sie mir willkommen, obschon Sie mir unbekannt. Ich bin ein Freund von Kaufmann und bringe Ihnen Grüße von ihm. Von meinem Freund Kaufmann? Der Name ist eine gute Empfehlung in meinem Haus. Da mag der Überbringer noch so abenteuerlich aussehen. Doch nehmen Sie nur Platz. Und nun können Sie mir Ihren Namen sagen, wenn's beliebt. Lenz. Lenz? Lenz? Habe ich nicht einiges gelesen? Ist er nicht gedruckt? Gibt es nicht einige Dramen, die einem Herrn dieses Namens zugeschrieben werden? Lenz? Ja, Herr Pfarrer, ich habe diese Dramen geschrieben. Aber belieben Sie mich, nicht danach zu beurteilen. Nun, ich pflege immer den Menschen selbst zu beurteilen, wenn ich ihn haben kann. Und Sie habe ich ja nun. Außerdem, junger Freund, ist mein Urteil nie ein Verurteilen. Vor allen Dingen, langen Sie erst einmal zu, stärken Sie sich. Essen Sie von unserem Tisch. Ja, danke. Es trifft sich gut, dass Sie gerade an den gedeckten Tisch kommen. Das ist meine Frau, Lenz. Aber nun greifen Sie zu. Zum Reden ist nachher Zeit. Danke, Herr Pfarrer. Sie sehen aus, als hätten Sie heute eine weite Strecke gemacht. Ja, Herr Pfarrer. Ich komme aus meiner Heimat. Wie? Vielleicht zu Fuß? An einem Tag? Ich weiß nicht, ob ich einen Tag gebraucht habe oder 10 Tage. Ich bin immer nur gewandert. Ich bin immer nur gewandert. Ein langer Weg. Sie müssen müde sein. Ich bin müde, Frau Pfarrer.
Aber ich weiß nicht mehr, wie lang der Weg war. Ich weiß nur, dass er schwer war. Sehr schwer. Weil ich mich selbst wegtragen musste. Weg von dort. Warum mussten Sie? Ich weiß es nicht. Es war so vieles. Liebe? Auch, ja. Aber mehr. Anderes. Es war mir zuletzt zu erbärmlich, so ein armseliges Instrument zu sein, auf dem eine Seite immer nur einen Ton angibt. Es war nicht zum Aushalten. Wie eine Reliquie war ich mir. Und wer es nicht weiß, wirft Reliquien auf die Gasse. Na, Sie sind sehr müde, mein Junge. Ja. Sie lieben Ihre Heimat wohl sehr, Herr Lenz. Zu Hause habe ich es nicht gemerkt. Die Menschen hindern einen am Lieben. Wenn man zurückschaut, ist sie schön. Und je weiter man sich entfernt, umso schöner ist sie. Man darf nicht zurückschauen, junger Freund. Schauen Sie vorwärts, immer vorwärts. Man kann nicht, Herr Pfarrer. Man muss zurückschauen. Wandern wir nicht alle mit dem Kopf nach rückwärts durch das Leben? Bis wir rückwärts in die Grube fallen? Liegen wir nicht auf dem Hinterkopf darin, Herr Pfarrer? Sie scheinen krank. Gewiss, wir liegen auf dem Hinterkopf in der Grube, aber damit wir aufschauen können zu Gott. Sie sind krank vor Übermüdung. Gehen Sie zu Bett. Morgen schauen Sie vorwärts. Morgen beginnen Sie, sich eine neue Heimat zu bauen. Ich wollte, ich könnte es. Sie werden es können. Haben Sie ein Ziel? Nein. Ich habe nur meinen Schmerz. Nur meine Sehnsucht. Aber lieber junger Freund, Sie müssen doch wissen, wohin Sie wollen. Ich weiß nur, dass ich einen Ort suche, an dem ich mein Gedächtnis begraben kann. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Kammer. Schlafen Sie sich aus. Wir haben drüben im Schulhaus eine Stube für unsere Gäste. Sie müssen über die Straße, nehmen Sie das Licht mit. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Lenz. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg. Ich bin wie eine Handvoll gemarterten Staubes. Hier, dies ist Ihre Kammer. Schlafen Sie sich neuen Mut an, Lenz. Gute Nacht. Gott helfe Ihnen. Danke. Und wenn es sein kann, nehmen Sie mein Haus als Heimat. Ja. Es ist kalt in der weiten leeren Kammer. Im Hintergrund ein hohes Bett. Er stellt das Licht auf den Tisch und starrt in die Flamme. Er ist zu müde, um schlafen zu können. Wie Schatten huschen alle erlebten Menschen und Dinge vor seinen Augen vorüber. Wie ein Traum. Es wird ihm wieder leer, wie auf dem Berg. Er merkt nicht, wie das Licht ausbrennt. Im Dunkel fasst ihn wieder die Angst. Diese unnennbare Angst. Vater unser, Vater unser, wo bin ich? Hilf, Vater unser, rette mich, hinaus, hinaus, ich muss mich finden. Er läuft durchs Zimmer, die Treppe hinunter, vors Haus. Auf dem Hof springt er in den Brunnenstein und kühlt sich in dem eiskalten Wasser. Am anderen Tag ist es besser. Er geht mit Oberlin über Land. Wie gefällt Ihnen unser Tal? Ist es nicht schön? Schön, Herr Pfarrer. Welche Ruhe doch von der Majestät der Berge ausgeht. Kann das wohl eine neue Heimat für Sie werden? Was meinen Sie? Schauen Sie dorthin. Sehen Sie diesen Lichtstrom, der am Berg herabfließt? Wundervoll,
Guten Morgen, guten Morgen, Herr Pfarrer. Guten Morgen, guten Morgen. Die Leute sind wie die Landschaft. Sie tragen die Ruhe in sich. Gewiss. Ihnen wird diese Ruhe auch eingehen, Lenz. Warten Sie nur. Ich wünsche es mir sehr, Herr Pfarrer. Was ist das dort unten? Was? Das Gerippe dort unten am Bach. Das ist ein alter, verfallener Schafstall. Sieht es nicht aus wie ein Skelett? Unsinn, Lenz. Sie dürfen nicht in allem Düsteres sehen mit Ihren Kinderaugen. Sie haben Kinderaugen, wissen Sie das? Freilich, auch die Leute hier haben ihre Sorgen. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, Herr Pfarrer. Na, wie geht's? Och, wie soll's gehen, Herr Pfarrer? Wir arme Leute. Alles Arbeit unter der Sonne. Nanu, gar so grau, Matthias. Sogar Schweiß im Schlaf, ihr arme Leute. Ich glaube, wenn wir in den Himmel kommen, wir müssen noch Donnern helfen. Den ganzen Tag ist der Pfarrer unermüdlich. Bald im Gespräch, bald tätig im Geschäft, bald in die Natur versunken. Er weiß zurecht, gibt Rat, tröstet. Die Leute sind zutraulich. Sie erzählen Träume. Der Pfarrer betet mit ihnen, dann rasch ins praktische Leben. Wege angelegt, Kanäle gegraben, die Schule besucht. Lenz fortwährend sein Begleiter. In Oberlins Augen, in dem ernsten, ehrwürdigen Gesicht, findet er die Ruhe ganz nah. Die mächtige Ruhe, die uns in der ruhenden Natur im Wald in mondhellen, schmelzenden Sommernächten überfällt. Aber nur solange das Licht im Tal liegt, ist es ihm erträglich. Gegen Abend befällt ihn wieder diese sonderbare Angst. Er möchte der Sonne nachlaufen. Wie die Gegenstände nach und nach schattiger werden, kommt ihm alles so traumartig, so zuwider vor. Es kommt ihn die Angst an, wie Kinder, die im Dunkeln liegen und nicht schlafen können. Es ist ihm, als sei er blind. Mit der Zeit, je mehr er sich in das Leben hineinlebt, wird er ruhiger. Er unterstützt Oberlin, zeichnet und liest in der Bibel. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ich in der Hölle und im Heiligtum wohne, und bei denen, die zerschlagen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sondern es soll von meinem Angesicht ein Geist wehen, und ich will Odem machen. Ach, Herr Pfarrer. Ja, das ist Jesajas. Lesen Sie doch noch einige Verse weiter. Ich war zornig über die Untugend und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Da gingen sie hin und her im Wege ihres Herzens. Aber da ich ihre Wege ansah, heilte ich sie und leitete sie und gab ihnen wieder Trost. Ich will Frucht den Lippen schaffen, die da predigen, Friede. Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr, und will sie heilen. Sehen Sie, Lenz, man muss lieben lernen. Man muss es lernen, wenn man Frieden finden will. Ich war sehr unglücklich unter den Menschen, als ich so alt war wie Sie. Aber seit ich gelernt habe, auch im Kehricht noch Schönheit in Form von bunten Scherben zu sehen, seitdem kann ich auch das Hässlichste lieben. Vielleicht gerade dieses. Wie kann man das lernen? Wie haben Sie es gelernt? Durch langes Leid, Lenz. Durch Schmerzen. Solche Schmerzen, wie Sie sie jetzt empfinden. Und dann durch das Erlebnis. Welches Erlebnis? Das, wodurch ich aller Schmerzen ledig wurde. Just in dem Augenblick, da sie größer geworden waren, als mein Wille zu leben.
Eine Hand hat mich damals angefasst auf der Brücke und gehalten. Danach ist Gott für immer bei mir eingekehrt. Seitdem ist alles ruhig in mir, Lenz, alles nah. Auch die Mysterien sind mir nah. Vielleicht gerade die Mysterien. Ich glaube manchmal, nur im göttlichen Dunkel meine wirkliche Heimat zu haben, meine Zuflucht. Verstehen Sie mich, Lenz? Ich glaube, ja. Ich glaube es nicht, aber bald werden Sie auch soweit sein. Leben Sie sich nur erst hinein in die große Stille der Schöpfung mit Ihren tausend mächtigen Stimmen, die Ihnen hier im Gebirge so nah sind. Ich habe diese Stimmen schon gehört, aber nicht immer klingen sie mir freundlich. Meist quälen sie mich. Heute früh war ich draußen im frischen Schnee. Im Tal lag heller Sonnenschein, aber weiterhin die Landschaft halb im Nebel. Ich kam vom Wege ab. Keine Spur von Fußtritten mehr. Die Sonne schnitt Kristalle. Der Schnee war leicht und flockig. Hier und da eine dünne Spur von Wild, die sich ins Gebirg hinzog. Keine Regung in der Luft als ein leises Wehen, als das Rauschen eines Vogels, der die Flocken leicht vom Schwanz sträubte. Und die Bäume weithin so still in der tiefblauen Luft. Es wurde mir heimlich, nach und nach. Plötzlich sah ich meine Mutter. Da bist du ja, mein Junge. Mutter. Ja, ich bin's. Ich habe auf dich gewartet. Komm. Her. Schau, dies alles habe ich dir beschert, mein Junge. Siehst du? Damit du dich hier zu Hause fühlst. Die weiten Flächen, die dir so weh tun mit ihrer Weite, ich habe sie dir verhüllt. Dann war sie fort, Herr Pfarrer. Aber in mir war kein Schmerz mehr. Mir war, als hätte mich etwas an der Stirn berührt. Und als ich hinunterging, sah ich, dass sich um meinen Schatten ein Regenbogen von Strahlen legte. Meinen Sie solches, Herr Pfarrer? Ja, Lenz. Ich glaube, das ist der Anfang Ihrer Gesundung. Es kann aber auch der Anfang des Sterbens sein. Kann es das? Kann es das, Herr Pfarrer? Ich habe solch entsetzliche Angst vor etwas, was ich nicht kenne. Was ich nicht kennen kann. Abends lebe ich wie ein Ertrinkender unter der Eisdecke. Ich stoße mich daran. Kann nicht atmen. Und wenn ich völlig wund bin, ist mir, als läge ich seit Jahrtausenden im Grabe und müsse immerzu am Sargdeckel scharren. Wann wird diese Angst von mir genommen, Herr Pfarrer? Herr Pfarrer? Ja? Ich möchte am kommenden Sonntag die Predigt halten. Ich bitte Sie sehr. Die Predigt? Lenz, sind Sie denn Theologe? Ja, ich habe es Ihnen verschweigen wollen. Aber jetzt darf ich es nicht mehr, denn ich sehe darin nun eine Hoffnung. Ich wusste es, bevor Sie mir sagten, dass ich nur Frieden finde, wenn ich die Menschen in ihrer Gesamtheit lieben kann. Und am meisten die Ärmsten. Die vor Armut Hässlichen. Wenn ich sie sehe. Aber wenn ich sie höre, Herr Pfarrer, wenn ich vor Ihnen stehe und Ihre Stimme höre, möchte ich mich wie eine Kristallschale vor sie hinwerfen und mit meinem Bewusstsein fliehen. Weg. Weit weg in rasendem Entsetzen. Vielleicht kann ich mir helfen, indem ich alles das einmal selbst ausspreche,
was von anderen gegen meinen Zustand zu sagen wäre. Bitte lassen Sie mich predigen. Vielleicht hilft mir der Abstand. Der Abstand und dass die Leute schweigen müssen. Meine Zuhörer. Bitte lassen Sie mich. Gut, Lenz. Gut. Bereiten Sie sich vor. Danke. Es ist Sonntagmorgen. Tauwetter. Vorüberstreifende Wolken. Blau dazwischen. Die Kirche liegt am Berg. Lenz steht oben, wie die Glocke läutet, und die Kirchgänger in ihrer ernsten schwarzen Tracht die schmalen Pfade zwischen den Felsen herauf und herabkommen. Ein Sonnenblick liegt manchmal über dem Tal. Auf dem Kirchhof ist der Schnee weg. Dunkles Moos unter den schwarzen Kreuzen, ein verspäteter Rosenstrauch an der Mauer, manchmal Sonne, dann wieder Schatten von den Wolken. Lenz steht auf der Kanzel. Geliebte Gemeinde in Gott, wenn sich ein Wanderer, der gelehnt steht an den Strom der Zeit, selbst anredet und die Frage stellt, warum ist der Mensch? So kann es heutigen Tages leicht geschehen, dass er schon über dieser ersten Frage völlig in Verzweiflung fällt und in die Irre tausend neuer Fragen geht. Denn in unserer Zeit scheint es, als würde die Bibel Lügen gestraft, als hätte Gott die Armen unter den Menschen am fünften Tage geschaffen, die Reichen aber am sechsten, und als hätte er die Armen zum Gewürm gezählt. Aber sind wir wie Ferkel, die man für fürstliche Tafeln mit Ruten totpeitscht, damit ihr Fleisch schmackhafter werde? Und der Wanderer wird sich auf das Wort Gottes besinnen, in dem es heißt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Friede zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Friede zu senden, sondern das Schwert. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und er wird in Versuchung sein, dieses Wort Gottes heute so auszulegen, als sei der Äther mit seinen Goldaugen eine Schüssel mit Goldkarpfen, die am Tische der seligen Götter steht. Und die seligen Götter lachen ewig, und die Fische sterben ewig, und die Götter erfreuen sich ewig am Farbenspiel des Todeskampfes. Und wenn er so weit ist auf seinem fragenden Irrweg, wird er in letzter Verzweiflung zum Himmel aufschreien, mein Gott, ist es denn wahr, die Welt sei ein gekreuzigter Heiland, die Sonne seine Dornenkrone und die Sterne die Nägel und Speere in ihren Füßen und Lenden? Ist es denn wahr, dass wir uns selbst erlösen müssen mit unserem Schmerz? Wenn wir diese Wanderer sind am Strom der Zeit, so müssen wir jetzt das Ohr haben, die Antwort auf diese Frage zu hören und die Kraft, diese Antwort Gottes zu ertragen. Diese Antwort, die ein lautes Ja ist. Ja, nun müssen wir uns selbst erlösen mit unserem Schmerz, denn die Liebe wird aus dem Schmerz geboren. Darum ward uns der Schmerz geschenkt. Gott gab ihn in die Welt, damit wir an ihm ausbrechen in Liebe. Gott, der uns voraussagte, wenn ihr nun sehen werdet die Gräuel der Verwüstung, alsdann fliehe auf die Berge, wer im Lande ist, und wer auf dem Dache ist, der steige nicht hernieder, etwas aus seinem Haus zu holen,
und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht um, seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Säugerinnen zu der Zeit. Wenn wir die Wanderer sind, die am Strom der Zeit stehen, so wollen wir erkennen, dass sich diese Gräuel, von denen Gott spricht, bereits zu tausenden Malen ereignet haben und dass es endlich an der Zeit ist, aufzubrechen mit unserer Liebe, damit sich der Sinn dieses Grauens erfülle und damit unser Leben nicht länger sei wie ein schleichendes Fieber. Wir brauchen all unsere Kräfte, wir Wanderer, wenn wir aufbrechen zu diesem Weg der Liebe. Für müde Füße ist dieser Weg zu lang und müden Augen ist dieses Licht zu scharf. Und wir werden einsam sein müssen auf diesem Wege, jeder mit sich allein. Wer aber Wegzehrung braucht, der nehme sie aus dem Wort Gottes. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tuet wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Suchet den Bruder in jedem Menschen, so könnt ihr ihn nicht mehr treten. Labt den Geringsten, und sei es auch nur mit einem Becher kalten Wassers. Zugleich hütet euch vor den Menschen, die noch nicht allein sind als Wanderer auf dem Wege der Liebe, denn sie werden euch überantworten ihren Rathäusern und euch geißeln in ihren Schulen. Lasset uns nun aufbrechen, dass wir die Liebe überall dorthin tragen, wo sich in jedem Tropfen Schweiß, in jedem Tropfen Blut der Himmel Gottes weinend widerspiegelt. Und lasst uns den Weg zu Ende gehen. Wir wollen nicht müde werden, bis zu jener Zeit, von der in der Heiligen Schrift gesagt ist, dass bald nach der Trübsal Sonne und Mond den Schein verlieren, die Sterne vom Himmel fallen und die Himmel sich bewegen werden. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden, die nicht auf dem Weg der Liebe gewandert sind oder nicht ausgeharret haben auf diesem Wege. Wer aber beharrt auf dem Weg der Liebe bis ans Ende, der wird selig werden. Lenz fühlt einen tiefen, unnennbaren Schmerz. Göttliche, zuckende Lippen bücken sich über ihn und saugen sich an seine Lippen. Er geht auf sein einsames Zimmer und ist allein. Allein. Da rauscht die Quelle. Ströme brechen aus seinen Augen. Es zucken seine Glieder. Ihm ist, als müsse er sich auflösen. Endlich dämmert es in ihm. Er empfindet leises, tiefes Mitleid mit sich selbst. Sein Kopf sinkt auf die Brust und er schläft ein. Die Locken fallen ihm über Schläfe und Gesicht, Tränen hängen an seinen Wimpern und trocknen an seinen Wangen. So liegt er nun da, allein. Und alles ist ruhig und still und kalt. Und der Mond scheint die ganze Nacht und steht über den Bergen. Am folgenden Morgen ist er ganz ruhig. Oberlin begrüßt ihn freundlich nach seiner Art. Guten Morgen, Lenz. Hatten Sie einen gesunden Schlaf? Ich hatte einen seltsamen Traum, Herr Pfarrer. Erzählen Sie, Lenz. Träume sind aufschlussreich. Ich habe wieder meine Mutter gesehen. Aus den dunklen Steinen der Friedhofsmauer
trat sie auf mich zu und hatte zwei Rosen an der Brust. Eine weiße und eine rote. Ich sprach sie an, aber sie sagte kein Wort, sondern sank langsam zu Boden. Und dann wuchsen die beiden Rosen über ihr zusammen, bis ich sie nicht mehr sehen konnte. Ich glaube, zu Hause ist meine Mutter in der Nacht gestorben. Ich weiß es ganz gewiss, Herr Pfarrer, aber ich bin ganz ruhig darüber. Ich hatte in meiner Jugend ein ähnliches Erlebnis, als mein Vater starb, auf dem Felde am hellen Mittag, als ob mir's einer ins Ohr gesagt hätte. Da ging ich nach Hause und es war so. Dass die Menschen diese Stimmen und Gesichter immer so verachten und verleugnen. Tun sie das, Lenz? Ich habe nicht den Eindruck. Die Halbgebildeten vielleicht. Sie glauben, es gehöre zur Bildung, diese Dinge zu leugnen. Aber weder die wirklich Klugen noch die Einfälligen setzen sich darüber hinweg. Das sehe ich an meinen Leuten hier im Gebirge. Wir haben Mädchen, nicht eins, mehrere, die die Wasser- und Metalladern in der Erde spüren. Und niemand kommt es in den Sinn, daran zu zweifeln. Männer kommen heim und erzählen, dass sie auf Berghöhen von Geistern angefallen worden sind und mit ihnen gerungen haben. Und keinem fällt es ein, darüber zu lachen. Wer es erlebt hat, kann nicht mehr darüber lachen. Ich selbst, Lenz, stand einmal im Gebirge an einem klaren Wasser und musste immerzu hineinschauen. Immerzu. Und nachher war ich wie im Schlaf, wie betäubt. Meine Eltern haben geglaubt, ich sei betrunken. Erst später haben sie den Arzt geholt. Aber er hat auch nicht helfen können. Wie ist es denn weggegangen? Ich weiß es heute nicht mehr. Es hat sich wohl langsam verloren. Vielleicht ist auch etwas davon geblieben. Ja. Und deshalb sind sie immer so ausgeglichen. Weil es wie ein Hauch über ihnen liegt. Und jede Spitze erst durch diesen Hauch hindurch muss, bevor sie sie trifft. Ich denke mir das so, Herr Pfarrer. Schon möglich, Lenz. Möglich. Jedenfalls ist es gut, nicht stolz zu sein auf eine Taubheit, die man gegen die tiefen Stimmen der Natur hat. Man sollte diese Fähigkeiten in sich pflegen, bis man jedes Wesen in der Natur traumartig in sich aufzunehmen vermag. Wie die Blumen mit dem zu- und abnehmenden Mond die Luft aufnehmen. Der Vergleich ist nicht schlecht, Lenz. Ich sehe, Sie haben mich verstanden. Um diese Zeit kommt Kaufmann mit seiner Braut ins Steintal. Lenz ist das Zusammentreffen unangenehm. Er hat sich so ein Plätzchen zurechtgemacht und fängt an, etwas Ruhe zu finden. Und nun kommt dieser Mensch, der ihn an so vieles erinnert. Nach dem Essen sprechen sie von Literatur und Kunst. Da ist Lenz auf seinem Gebiet. Kaufmann widerspricht ihm. Ich kann mich da wohl nie bekehren lassen, Lenz. Du weißt, ich bin nun einmal für das Idealistische. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt die Absicht habe, dich zu bekehren, Kaufmann. Ich spreche nur mein eigenes Empfinden aus. Es gibt Dichter genug, die von sich sagen, sie geben die Wirklichkeit wieder. In Wahrheit haben sie aber keine Ahnung davon. Und doch, Kaufmann, sind mir diese immer noch erträglicher als die, welche die Wirklichkeit nach ihrem Geschmack verklären wollen. Aber wo bleibt denn da unser Schönheitsempfinden? Der liebe Gott, mein Fräulein, hat die Welt wohl gemacht, wie sie sein soll. Und wir können nicht was Besseres klecksen. Wir können höchstens versuchen, ihm ein weniges nachzuschaffen. Ich verlange in allem Leben. Zumindest Möglichkeit des Lebens. Dann ist's gut. Ob es schön oder hässlich ist, brauchen wir da nicht zu fragen. So ist es, Lenz. Ich bin auf Ihrer Seite. Das Gefühl, ob das, was geschaffen ist, Leben hat, ist für mich das einzige Kriterium in Kunstsachen. Aber es begegnet uns selten. Bei Shakespeare sehr. Bei Goethe manchmal. Ganz aber fühlt man es in den Volksliedern. Alles Übrige kann man ins Feuer werfen. Mir ist, mein Lieber, als hätte ich da eine scharfe Satire aus einem Drama im Gedächtnis. Ja, ganz recht, Herr Pfarrer. Es ist der Ausrufer vor der Jahrmarktsbude mit dem kostümierten Affen und dem denkenden Pferd.
Herrschaften! Sehen Sie hier den Aff! Die Kreatur, wie Gott sie gemacht hat! Sie ist nix! Gar nix! Sehen Sie jetzt die Kunst! Geht aufrecht, hat Rock und Hosen und einen Säbel! Oh, mach Kompliment! So! Bravo! Bis voran! Gib Kuss! Bravo! Und hier, meine Herrschaften, hier ist zu sehen das astronomische Pferd. Ist Favorit von einigen Krentehäupter. Ist hier, was Sie da sehen, Schwanz am Leib auf seine vier Hufe. Ist Mitglied von einer gelehrten Sozietät. Nur die Studenten bei ihm reite und Schlage lerne. Ja, das ist kein viel dummes Individuum. Das ist ein Person, ein Mensch, ein tierischer Mensch und doch ein Vieh, ein Bett. Das hat geheißen, Mensch, sei natürlich. Du bist geschaffen, Staub, Sand, Dreck, willst du mehr sein als Staub, Sand, Dreck. Ja, Lenz, es ist wohl wie alles in der Kunst eine Geschmackssache. Besser noch, eine Gefühlssache. Und die Gefühle sind eben verschieden. Vor allen Dingen, sie wechseln beständig. Nein, Kaufmann, da bin ich anderer Meinung. Die Gefühle sind nicht verschieden. Glauben Sie mir, ich habe das studieren können. Die Gefühlsader ist in allen Menschen gleich, abgesehen von den Kranken. Nur die Hülle ist verschieden dick oder dicht, durch die das Gefühl ausbrechen muss. Und was da wechselt, mein Fräulein, das sind niemals die Gefühle, das ist die Mode. Ja, auch Gefühlsäußerungen sind der Mode unterworfen. Ich merke, Oberlin, Sie segeln bereits im Fahrwasser unseres jungen Lenz. Nichtsdestoweniger freue ich mich, dass er sich wieder so weit erholt hat. Aber sagen Sie, Oberlin, finden Sie da nicht auch, dass es in der Natur so viel Hässliches gibt, dass man es besser in der Kunst verschweigt? Versuchen Sie es doch einmal, Kaufmann, wenn Sie wieder einmal etwas finden, was Sie sehr abstößt, so sehr, dass Sie es am liebsten verleugnen wollen. Dann befassen Sie sich doch einmal ganz genau damit. Dann werden Sie die Antwort selbst finden. Oh, Herr Pfarrer, ich weiß nicht. Es gibt aber doch wirklich Dinge, die so abscheulich sind, dass sie bei näherem Zusehen gar nicht zu ertragen wären. Ich könnte es nicht. Ich würde krank davon. Sie sind ein zartes Geschöpf, mein Kind. Aber wollen Sie die Dinge schelten, weil Sie zu zart sind, Ihren Anblick zu ertragen? Könnten Sie sich nicht mit derselben Konsequenz selbst verachten, weil Sie so schwach sind im Ertragen all dessen, was Gott schuf? Aber Lenz, nicht so hitzig. Verzeihung. Ich meine nur, mir ist der Künstler der Liebste, der mir die Natur am wirklichsten gibt. Alles andere stört mich. Die holländischen Maler sind mir deshalb lieber als die italienischen. Ich denke da an ein Bild, ich weiß nicht von wem. Es hat mir einen Eindruck gemacht wie das Neue Testament. Christus und die Jünger von Emmaus. Es ist ein trüber, dämmernder Abend. Ein einförmiger roter Streifen am Horizont, halb finster auf der Straße. Da kommt ein Unbekannter zu ihnen. Sie sprechen mit ihm. Er bricht das Brot. Da erkennen sie ihn. Und die göttlich leidenden Züge reden ihnen deutlich. Und sie erschrecken, denn es ist finster geworden. Und es tritt sie etwas Unbegreifliches an. Aber es ist kein gespenstisches Grauen. Es ist, als wenn einem ein geliebter Toter in der Dämmerung in der alten Art entgegenträte. So ist das Bild mit dem einförmigen, bräunlichen Ton darüber, dem trüben, stillen Abend. Das ist der Dichter, Lenz.
den ich noch nicht hörte, seit er unter meinem Dache ist. Nun müssen wir wohl schweigen, Kaufmann. Wie? Dann ein anderes. Eine Frau sitzt in ihrer Kammer, die Bibel in der Hand. Es ist sonntäglich aufgeputzt, der Sand gestreut, so heimlich, rein und warm. Die Frau hat nicht zur Kirche gekonnt, sie verrichtet ihre Andacht zu Hause. Das Fenster ist offen, sie sitzt danach hingewandt, und es ist, als schwebten zu dem Fenster über die weite, ebene Landschaft die Glockentöne von dem Dorfe herein. Ich höre die Glocken. Ja, meine Liebe, aber es sind nicht die Glocken aus Lenzens Bild. Es ist das ganz reale Geläute aus meiner Kirche. Mittagsglocken oder, wenn es Ihnen recht ist, Mittagessenglocken. Kommen Sie. Nach dem Essen nimmt ihn Kaufmann beiseite. Er hat Briefe von Lenzens Vater erhalten. Sein Sohn solle zurück, nach Hause, ihn unterstützen. Er verschleudere sein Leben. Er solle sich endlich ein Ziel stecken. Lenz ist außer sich. Hier weg. Weg, wo ich endlich anfange, etwas Ruhe zu finden. Jetzt nach Haus. Toll werden dort. Du weißt, ich kann es doch nicht aushalten. Du kannst aber doch nicht ewig hier herumhocken und nicht weiterkommen. Weiterkommen? Ich will nicht weiterkommen. Nur zu mir selbst will ich kommen. Das genügt und es ist schwer genug. Das genügt eben nicht, Lenz. Doch mir genügt es. Wenn ich ruhen kann, was brauche ich mehr? Immer steigen, ringen und so in Ewigkeit alles, was der Augenblick gibt, wegwerfen. Und immer derben, dürsten, während einem helle Quellen über den Weg springen. Lies wenigstens die Briefe deines Vaters. Nein, ich will sie nicht. Lasst mich doch hier in Ruhe. Ich könnte es nirgends aushalten, wenn ich nicht manchmal auf einen Berg steigen und die Gegend sehen könnte und dann wieder hinunter ans Haus, durch den Garten gehen und zum Fenster hineinsehen. Ich würde toll, toll. Herr Pfarrer, helfen Sie mir doch. Sie allein müssen entscheiden. Es ist Ihr Leben. Wollen Sie mich denn nicht hier haben, Herr Pfarrer? Lenz. Ich habe Ihnen mein Haus als Heimat angeboten und ich pflege mit solchen Dingen keine Späße zu treiben. Danke. Mir ist sehr wohl bei Ihnen und eben weil mir wohl ist, möchte ich bleiben. Was will mein Vater? Kann er mir mehr geben? Nimm seine Briefe wieder mit. Sag ihm, ich hätte schwer genug zu tragen an dem Leben, das er mir gegeben hat. Jetzt soll er mir die Ruhe dazu geben, dass ich es überhaupt ertragen kann. Lass mich in Ruhe! Armer Junge. Er ist ein Narr. Das glaube ich nicht. Ein ausgemachter Narr. Ich sehe ihn schon auf einer breiten Allee, an einem eiskalten Wintertag, den Hut unter dem Arm, wie er sich in die langen Schatten unter die kahlen Bäume stellt und mit dem Schnupftuch fächelt. Er ist ein Verrückter. Nein, das dürfen Sie nicht sagen. Ein Verrückter ist ein glücklicher Mensch im Vergleich zu Lenz. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Aber genug davon. Ich muss morgen reisen. Haben Sie sich's überlegt, Oberlin? Kommen Sie mit in die Schweiz? Ja, Kaufmann, ich habe mich doch herumgekriegt. Die Aussicht, Lavater persönlich kennenzulernen, ist zu verlockend. Die Abreise des Pfarrers fällt Lenz schwer aufs Herz. Er hatte sich so ängstlich an alles geklammert, am meisten an Oberlin. Er spürte oft, dass er sich an alles klammerte, weil er sich nur etwas vormachte. Jetzt fühlt er es tief und geht mit sich um wie mit einem kranken Kinde. Bei der Abreise begleitet er den Pfarrer bis ins Gebirg, nur um nicht allein im Hause bleiben zu müssen. Auf der anderen Seite, wo sich die Täler in die Ebene auslaufen, trennen sie sich. Er geht allein zurück. Er durchstreift das Gebirg in verschiedenen Richtungen, planlos, still, fast träumend. Weiter unten die rauchende Ebene. In der Luft ein gewaltiges Wehen, nirgends eine Spur von Menschen. Manchmal sitzt er, dann geht er wieder. Er sucht keinen Weg. Es ist finsterer Abend, als er an eine bewohnte Hütte kommt, im Abhang nach dem Steintal. Die Tür ist verschlossen. Er geht ans Fenster, durch das ein Lichtschimmer fällt.
Im Licht einer Lampe liegt das bleiche Gesicht eines Mädchens, das mit halb geöffneten Augen, leise die Lippen bewegend, dahinter ruht. Weiter im Dunkel sitzt ein altes Weib, das mit schnarrender Stimme aus einem Gesangbuch singt. Sie scheint taub zu sein. Lenz muss öfter klopfen, bis sie endlich öffnet. Guten Abend. Hä? Guten Abend. Komm rein. Oh, mein Kopf. Mein Kopf. Ich habe meine Liebe darin beigesetzt. Hört nicht hin. Hier ist Essen. Esst. Wie schön tot die Liebe ist. Oh, mein Kopf. Siehst du, wie schön tot die Liebe ist? Schau zu den Fenstern meiner Augen hinein. Innen ist die Liebe beigesetzt. Siehst du die zwei weißen Rosen auf ihren Wangen? Wie schön tot sie ist. Und die zwei roten Rosen auf ihrer Brust? Oh, eine sterbende Liebe ist schöner als eine werdende. Ich muss meinen Kopf gerade auf den Schultern tragen, wie die Totenfrau einen Kindersarg. Stoß mich nicht, dass ihnen kein Ärmchen abbricht. Wie ihr das Rot von den Wangen stirbt. Stoß mich nicht. Oh, mein Kopf. Ich will deine tote Liebe lieben. Schön tot ist sie. Siehst du? Schau in meine Augen hinein. Ich bin froh, dass ich sie begraben habe. Leise. Sonst kommt sie wieder auf die Welt. Ein Mann ist hereingekommen. Lang, hager, Spuren von grauem Haar, mit verwirrtem Gesicht. Er tritt zu dem Mädchen, das aufzuckt und unruhig wird. Gib acht, mein Kopf! Oh, sie ist so schön tot innen. Der Mann nimmt getrocknetes Kraut von der Wand und legt ihr die Blätter auf die Hände. Sogleich wird sie ruhiger. Siehst du, wie schön tot sie ist. Sieh nur, ich bin froh, dass sie tot ist. Eine Stimme war da. Sieh nur. Eine furchtbare Stimme. Ich bin froh, dass sie tot oben im Berg. Und dann ein Wetterleuchten über den Tälern. Dass sie tot ist. Da hat es mich angefasst von rückwärts. Aber ich habe damit gerungen wie Jakob. Gott hat mir geholfen in seiner großen Güte. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, sieh, dein Knecht bin ich und lebe von deiner Gnade. Gib mir die Kraft, dir zu dienen, und nimm die Last der Versuchung von meinem schwachen Leib. Sieh nur, wie schön tot sie ist. Sieh nur, ich bin froh, dass sie tot ist. Über dem Wechseln und Sinken der Töne und der Stimmen schläft Lenz endlich ein. Der bald verhüllte, bald helle Mond wirft sein wechselndes Licht traumartig in die Stube. Er erwacht früh. In der dämmernden Stube schläft alles. Das Gesicht des Mädchens hat jetzt einen Ausdruck unbeschreiblichen Leidens. Lenz tritt ans Fenster. Die kalte Morgenluft schlägt ihm entgegen. Auch der Mann wird wach, blickt auf ein Bild an der Wand, das von der Morgensonne getroffen wird, und fängt an zu beten. In dem kommen Leute zur Tür herein. Sie werfen sich schweigend nieder. Später geht Lenz mit einigen hinaus. Sie erzählen ihm, der Mann stehe im Rufe eines Heiligen. Er sehe das Wasser unter der Erde und könne Geister beschwören. Von den Leuten erfährt er auch, dass er doch weit vom Steintal abgekommen ist. Erst nach Stunden kommt er heim. Doch die verflossene Nacht hat einen gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht. Er spürt in sich ein Regen und Wimmeln nach immer demselben Abgrund der Einsamkeit, der ihn immer zugelockt hat. Er spürt die unerbittliche Gewalt, die ihn hinzerrt. Es folgen Nächte, wechselnd in Gebet und fieberdumpfen Träumen. Dann wieder überkommt ihn eine plötzliche Stärke. Kalt erhebt er sich und spürt seine Tränen wie Eis.
Er muss lachen. Doch je höher er sich reißt, desto tiefer stürzt er wieder, wenn ihn die Ahnungen des Abgrunds durchzucken wie Streiflichter im wüsten Chaos seines Geistes. Oft ist er bei Frau Oberlin, wenn sie so dasitzt, das schwarze Gesangbuch vor sich, neben einer Pflanze im Zimmer gezogen, das jüngste Kind zwischen den Knien. Auch macht er sich viel mit dem Kinde zu schaffen. So sitzt er da. Draußen hört er die Magd singen, erst unverständlich. Dann versteht er die Worte. Er muss davon sprechen. O liebste Madame Oberlin, dieser Gesang fällt in mich hinein und ich kann mich gegen nichts mehr wehren. Liebste Madame Oberlin, wissen Sie denn nichts über das Mädchen, dessen Schicksal mir so zentnerschwer auf dem Herzen liegt? Aber Lenz, ich weiß ja von nichts. Sehen Sie, ich will gehen. Gott, Sie sind noch die einzigen Menschen, wo ich's aushalten kann. Aber ich muss weg. Ich muss zu ihr. Aber ich kann nicht. Ich darf nicht. Sehen Sie, wenn sie so durchs Zimmer ging und so halb für sich allein sang, und jeder Tritt war eine Musik, es war so eine Glückseligkeit in ihr. Und das strömte in mich über. Ich war ruhig, wenn ich sie ansah. Oder sie den Kopf an mich lehnte. Gott, ich war schon lange nicht mehr so ruhig. Ganz Kind. Sie werden es wieder sein, Lenz. Ich weiß nicht. Sie suchte sich damals das engste Plätzchen im ganzen Haus. Und da saß sie, als wäre ihre ganze Seligkeit nur in einem kleinen Punkt. Und dann war mir's auch so. Wie ein Kind hätte ich dann spielen mögen. Jetzt ist mir so eng, so eng. Sehen Sie, es ist mir manchmal, als stieß ich mit den Händen an den Himmel. Oh, ich stick. Lenz, Lenz. Es ist mir oft, als fühlt ich Schmerz da in der Seite. In dem Arm, mit dem ich sie sonst umfasste. Doch kann ich sie mir nicht mehr vorstellen. Das Bild läuft mir fort. Und das martert mich. Nur manchmal wird's etwas heller. Ein wenig. Versuchen Sie doch in Gott die Ruhe zu finden. Gott ist zu ruhig. Gott ist ewig. Ewig. Das Denken über die Ewigkeit reißt mich in die größte Unruhe. Der Begriff Zeit. Zeit fällt mir aus den Händen und ich verliere jeden Halt. Wenn aber die Schöpfung ewig ist, Lenz, dann ruhen Sie doch darin. Nein, nein, wenn die Schöpfung ewig ist, so ist sie doch schon keine Schöpfung mehr. Dann ist sie doch ein Teil von Gott. Wenn sie ewig ist, kann sie im Anfang nicht zeitbegrenzt sein. Wenn wir uns aber Gott als das vollkommene... Bitte, liebste, beste Madame Oberlin, hören Sie auf, mich zum Denken zu treiben. Ich lasse mich seit Jahren genug von meinem Gehirn quälen. Bei Ihnen suche ich ja gerade das Gegenteil, nämlich Rettung vor dem Denken. Schaffen wir uns Gott nicht sowieso allzu sehr nach unserem schlechten Ebenbilde? Lenz, dann gibt es für Sie nur eine Hilfe. Nur noch der einfache Glaube. Ich weiß es ja! Immerzu versuche ich, mich dahin zu bringen, aber ich liege doch wie ein Windei in der Welt. Nur mit einer ganz dünnen Haut umgeben. Keine harte Schale, die mich schützt. Was immer mich anrührt, ich muss es ungeschützt bis ins Innere spüren. Wie soll ich da immer ruhig weiter glauben können? Zum Glauben braucht man Ruhe und zur Ruhe Glauben. Wer eines nicht hat, hat keines. Es ist wie mit dem Weinen und Lachen. Weinen? Es hilft nicht.
Beten. Weinen, beten, schreien, singen, alles habe ich versucht. Was ist denn das, was ich geschrieben habe, anders als die Kristallisation all dessen, was durch meine zu dünne Schale in mich hineinstößt? Ich bin das Prisma, in dem sich das Leid bricht. Oh, es ist ein Fluch. Lenz. Ja? Lenz, haben Sie nicht selbst gesagt, dass das Licht am Schatten heller wird? Ja. Gilt das denn nicht auch für Freud und Leid, für Lust und Schmerz? Ich habe es mir so oft schon selbst gesagt. Aber es wird kein Trost daraus, Madame. Es wird kein Trost daraus, weil Gott mir nicht hilft. Lenz! Woher soll ich denn die Kraft nehmen, um so viel Leid zu tragen? Woher? Wer trägt mich denn? Einmal nur will ich mich mit geschlossenen Augen in einen Schoß der Ruhe fallen lassen. Einmal nur. Ich fürchte mich, Madame. Ich fürchte mich, weil Gott mir kein Zeichen gibt, dass er mich auffängt, wenn ich mich fallen lasse mit geschlossenen Augen. Ich kann nicht immerzu bluten. Gott soll mir doch ein Zeichen geben, dass ich einmal die Augen schließen darf. Einmal nur. So quält er sich weiter, tagelang, nächtelang. Er verzweifelt an sich selbst. Dann wieder wirft er sich nieder, liegt träumend am Boden, immer flehend, Gott möge ein Zeichen an ihm tun. An einem dieser Tage kommt die Nachricht zu ihm, dass im Dorf ein Kind gestorben sei, mit Namen Friederike. Er nimmt es auf wie eine fixe Idee und fastet einen ganzen Tag. Dann wickelt er sich in einen Sack, beschmiert sein Gesicht mit Asche und macht sich auf den Weg. Die Leute im Tal sind schon an ihn gewöhnt. Sie erzählen sich allerlei Seltsames über ihn. In dem Hause, wo das Kind liegt, gehen die Leute gleichgültig ihrem Geschäft nach. Man weist ihm eine Kammer. Das tote Kind liegt im Hemde auf Stroh auf einem Holztisch. Er schaudert, wie er die kalten Glieder berührt, und kniet nieder. Die Augen. Diese Augen. Kinderaugen. Verschüttete Brunnen. Oh, diese Einsamkeit. Gib mir, Gott, ein Zeichen. Das Licht der Schönheit, das von ihrem jungen Leib sich ausgießt, ist unlöschbar. Die Erde würde es nicht wagen, sie zu verschütten. Sie würde sich um sie wölben. Der Grabdunst würde wie Tau an ihren Wimpern funkeln. Kristalle würden wie Blumen um ihre Glieder sprießen und helle Quellen in Schlaf sie murmeln. Gott, ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Lass mich nicht vergebens flehen in meiner tiefsten Verzweiflung. Ewiger Gott, ich bitte dich. Er steht auf. Seine Augen fiebern. Jetzt fasst er die starren Hände des Kindes an. Friederike, stehe auf und wandle. Stehe auf und wandle. Gott. Vater! Er stürzt hinaus ins Gebirg. Wolken ziehen rasch über den Mond. Er rennt dahin. In seiner Brust ist ein Triumphgesang der Hölle. Der Wind klingt wie ein Titanenlied. Könnte ich die Welt mit den Zähnen zerreißen und sie dem Schöpfer ins Gesicht speien? Herunter mit dir!
herunter in den Dreck, den du geschaffen hast! In den Dreck mit dir! Himmel. Das ist der Himmel. Dieses dumme blaue Auge mit seiner gelben Scheibe. Wir sind ja alle lebendig begraben und wie Könige in vierfachen Särgen beigesetzt. Unter dem Himmel, in unseren Häusern, in unseren Röcken und Hemden. Das Leben ist nur eine einzige Fäulnis. Eine besser organisierte Art der Fäulnis als der Tod. Das ist der ganze Unterschied. Jetzt bin ich endlich ruhig. Im Nichts bin ich ruhig. Ohne Gott. Hat er die Sünden vor uns hingelegt wie Fußangeln, damit wir immer fallen und nie ruhig werden? Ich bin nun ruhig und mich friert. Warum friert mich so? Ich möchte zu Bette gehen. Zu Bett. Am folgenden Tag befällt ihn ein großes Grauen vor seinem gestrigen Zustand. Er steht nun am Abgrund. Und eine wahnsinnige Lust lockt ihn, immer wieder hineinzuschauen. Dann steigert sich seine Angst. Die Sünde wider den Geist steht vor ihm. Bald darauf kommt Oberlin aus der Schweiz zurück. Früher, als man erwartet hatte. Lenz klammert sich an ihn wie ein Ertrinkender. Dass Sie nur wieder da sind, Herr Pfarrer. Ja, Lenz, ja. Und ich habe Stoff zum Erzählen mitgebracht für viele lange Abende. Was macht das Frauenzimmer im Elsass, Herr Pfarrer? Welches Frauenzimmer, Lenz? Ist sie tot? Lebt sie noch? Sie war ein Engel. Sie liebte mich. Ich liebte sie. Sie war's würdig. Verfluchte Eifersucht. Ich habe sie aufgeopfert. Sie liebte noch einen anderen. O gute Mutter, auch sie liebte mich. Ich bin euer Mörder. Aber Lenz, ich weiß ja gar nicht, wovon Sie sprechen. Von Ihrem Vater soll ich Sie grüßen, herzlich grüßen. Er hat eine Landpfarrerstelle für Sie an der Hand. Sie sollen kommen. Nein, ich bin kein Priester mehr. Da sie weg waren, hatte ich keinen Halt mehr. Ich bin abgefallen. Verdammt in Ewigkeit. Denken Sie an den Heiland, Lenz. In ihm ist die Erlösung. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Beten Sie zu ihm, und Sie werden Trost finden. Trost? Oh, er hat es sich bequem gemacht. Der Mann am Kreuz. Lenz! Ja, sehen Sie, so tief bin ich gefallen. In der Nacht hört ihn der Pfarrer über den Hof laufen und den Namen Friederike rufen. Dann kühlt er sich wieder im Brunnentrog. Am Morgen jedoch kommt er nicht. Oberlin findet ihn im Bett. Lenz! Lenz! So antworten Sie doch, Junge. Was haben Sie denn? Sehen Sie, Herr Pfarrer, ich habe schon allerlei Figuren an die Wand gemalt. Ich verstehe Sie nicht, Lenz. Was für Figuren? Sehen Sie, Herr Pfarrer, die Langeweile. Die Langeweile. Das war der Mühe wert, mich so groß zu ziehen. Bloß Arbeit für den Totengräber.
Sie müssen sich zu Gott wenden. Bei ihm ist Rettung. Glauben Sie mir. Freilich. Freilich. Alles aus Langeweile. Die meisten beten aus Langeweile. Die anderen verlieben sich aus Langeweile. Die Dritten sind tugendhaft. Die Vierten lasterhaft. Und ich gar nichts. Gar nichts. Ich mag mich nicht einmal umbringen. Es ist zu langweilig. Lenz, Sie sind ein armer Mensch. Ich muss Sie mit sich und Ihrem Gott allein lassen. Herr Pfarrer, das Frauenzimmer, von dem ich Ihnen sprach, ist gestorben. Ja, gestorben. Der Engel. Woher wissen Sie das? Hieroglyphen. Hieroglyphen. Herr Pfarrer, haben Sie schon einmal gesehen, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Da steht's. Sind wir nicht Nachtwandler? Ist nicht all unser Handeln wie im Traum? Ich muss nun gehen. Herr Pfarrer, ich muss einige Briefe schreiben. Würden Sie nachher so gütig sein, einige Zeilen hinzuzufügen? Gewiss. Ich komme nachher wieder. So ist Lenz in einem gänzlich trostlosen Zustande. Die wenige Ruhe, die er aus Oberlin und aus der Stille des Tales geschöpft hat, ist dahin. Die Welt, der er hat dienen wollen, hat einen Riss. In ihm ist keine Liebe, kein Hass, keine Hoffnung. Nur eine große Leere. Seine Anfälle in der Nacht steigern sich. Die Mägde hören ihn oft bis zum Morgen beten. Oft schreckt er seine guten Wirtsleute, wenn er still bei ihnen sitzt und plötzlich glaubt, er sei eine andere Person oder ein Gegenstand. Dann greift er krampfhaft nach dem Arm seines Nachbarn. So sitzt er eines Abends neben Oberlin. Die Katze liegt gegenüber auf einem Stuhl. Plötzlich werden seine Augen starr. Er hält sie unverrückt auf das Tier gerichtet. Dann gleitet er langsam vom Stuhl herunter, die Katze ebenfalls. Sie ist wie gebannt von seinem Blick. Sie gerät in ungeheure Angst. Sie schreit. Lenz neben ihr mit den nämlichen Tönen, mit grässlich entstelltem Gesicht. Madame Oberlin muss die beiden trennen. Nachts zwischen Schlaf und Wachen, auf der Schwelle, gerät er in entsetzliche Zustände. Er stößt an etwas Grauenhaftes, das ihn der Wahnsinn packt und schüttelt. Nur der Trieb der geistigen Erhaltung jagt ihn auf und lässt ihn immer wieder in Oberlins Arme flüchten. Auf den Knien liegt er vor ihm, die Hände in seinen Händen, das schweißbedeckte Gesicht in seinem Schoß. Lenz, mein guter Junge, Gott prüft dich hart, aber bleibe im Vertrauen. Gottes Wege sind wunderbar. Gott ist allmächtig. Aber ich, Herr Pfarrer, wäre ich allmächtig? Sehen Sie, wenn ich so wäre, ich könnte das Leid nicht ertragen. Ich würde retten. 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 Ja, mein armer Freund, unser kleines Menschenhirn reicht nicht aus, Gottes Wege zu erforschen. Ich will ja nichts als Ruhe. Ruhe. Nur ein wenig Ruhe, um schlafen zu können. Seine wiederholten Selbstmordversuche sind nicht ganz ernst. Denn für ihn bedeutet ja auch der Tod keine Ruhe und keine Hoffnung mehr. Es sind Versuche, sich durch den körperlichen Schmerz aus den Angstzuständen aufzuwecken und zur Besinnung zu bringen. Heute früh ist er mit dem Kopf gegen die Wand gerannt und den ganzen Tag nicht aus seiner Kammer heruntergekommen. Abends geht Oberlin hinauf und findet ihn fast nackt auf dem Bett, mit blutiger Stirn, aber gelösten Zügen. Er will ihn zudecken. Nein, Herr Pfarrer. Bitte nicht.
es ist alles zu schwer. Viel zu schwer. Wissen Sie, wie ungeheuer schwer die Luft ist? Ich hab's auch nicht gewusst. Jetzt spür ich's. Kann ich etwas für Sie tun, Junge? Wenn ich das doch nicht mehr hören müsste. Was denn, Lenz? Hören Sie denn nichts? Hören Sie denn nicht die fürchterliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreit und die man Stille nennt? Ich höre es immer. Machen Sie das Fenster auf. Leise. Hören Sie? Was? Geben Sie mir Papier. Ich will's schreiben. Geben Sie mir Papier aufs Bett. Nein, lassen Sie nein. Ich kann ja schon lange nicht mehr schreiben. Ich bin ja hohl geworden. Daher kommt es. Daher, Herr Pfarrer. Von der Sünde. Die Sünde. Wissen Sie, wo die ist? Geben Sie mir Ihr Ohr, ich will es Ihnen sagen. Die Sünde ist im Gedanken. Ob der Gedanke Tat wird, ob ihn der Körper nachspielt, das ist nicht wichtig. Das ist nur ein Zufall. Lenz, beten Sie mit mir zusammen. Beten? Für wen? Für dich, Lenz. Für deinen Frieden mit Gott. Für mich? Sehen Sie zum Fenster hinaus. Sehen Sie? Wie schimmernde Tränen sind die Sterne in die Nacht gesprengt. Es muss ein großer Jammer in dem Auge sein, von dem sie abträufelten. Für den wollen wir beten. Für den, aus dessen Auge diese Tränen träufeln. Er braucht unser Gebet, denn man hat ihn leer gebetet, ohne Mitleid. Wissen Sie, was das heißt, leer sein? Leer sein und weiterleben? Ich weiß es. Lenz, Hörspiel.